Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristie-Experimente. Heute gibt es nun endlich das Update zu dem Worsted 2.0 Aquarium, das ihr hinter mir seht. Die von euch, die den Kanal schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich mal ein Aquarium hatte. Das war so ein klassisches 60 cm 54 Liter Aquarium, das ich nach den Prinzipien von Diana Worsted eingerichtet hatte. Und das sind unter anderem, dass man normale Erde unterm Bodengrund verwendet, dass man auf CO2-Düngung verzichtet, dass man Sonnenlicht mit einbezieht und auch sonst eben das biologische Gleichgewicht im Aquarium weitestgehend versucht, über Pflanzen herzustellen. Und das hatte ich so euch auch so die Auf und Abs gezeigt. Und wie gesagt, für die, die das noch nicht verfolgt haben, die jetzt zum Kanal dazugekommen sind, verlinke ich euch das natürlich auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Auch das Buch von der Diana Worsted findet ihr da den Link dazu, wenn euch das sowas mal interessiert. Und ja, und dann habe ich eben das Becken abgebaut und habe aber damals schon gesagt, dass ich dieses Diana Worsted 2.0 Aquarium machen möchte. Und da war ja praktisch so der Dreh- und Angelpunkt eine Erde, wo der Hersteller behauptet, dass praktisch mit dieser Erde das Aquarium funktioniert, auch ohne Düngung und auch ohne CO2-Düngung, so wie es ja auch eben Diana Worsted in ihrem Buch sozusagen verfolgt. Und das habe ich hier ausprobiert, dann habe ich noch ein paar andere Sachen ausprobiert. Was so die Einrichtung angeht, habe ich eine Rückwand von dem Hersteller probiert und ja, noch ein paar andere Sachen von der Einrichtung her getestet. Ja, und das zeige ich euch alles in diesem Video, wie das so gelaufen ist. Und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos zu diesem und auch zu meinen ganzen anderen Projekten verpasst. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder einfach eure Meinung sagen wollt, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ich versuche auf so viele Fragen wie möglich zu antworten. Versprochen. Ja, wie lief es so? Also zunächst mal war gerade die Anfangsphase sehr überschattet von ein paar Pannen. Das eine war, dass praktisch der Eheim-Filter, der hier dran hing, nach über 20 Jahren im Betrieb den Geist aufgegeben hat. Und zwar war dieser Schlauchansatz weggebrochen, einfach Materialermüdung wahrscheinlich, und deswegen konnten wir da auch nichts mehr retten. Ich habe dann hier einen UVC Extrem 800 von Sera zum Einsatz gebracht, der auch bis heute hier läuft. Ja, und da bin ich auch ganz zufrieden. Das Material ist praktisch 1:1 da reingewandert, also läuft mit Biohome und Filtermatte weiter nichts, und natürlich die UV-Lampe, die der Filter ja mitbringt, läuft da auch dran. Sonst ist da eigentlich nur noch ein kleiner Sprudelstein drin, der ab und zu mal läuft. Ansonsten das und eine Heizung, viel mehr Technik gibt es nicht. Die Beleuchtung funktioniert aus einer Mischung von so einer DIY-LED-Lampe mit den Modulen, die man von Garnelen direkt bekommen kann. Hatte ich euch auch alles gezeigt hier. Und dann so eine interne Lampe, die hier direkt hier oben drüber ist. Da sieht man hier so ein bisschen, die praktisch im Aquarium eingebaut ist, um da noch mal für den Bodendecker ein bisschen mehr Licht zu haben. Ja, und wie gesagt, das war ein Rückschlag am Anfang, dass eben praktisch der Filter nicht lief und ich da auch gerade unterwegs war. Und wie gesagt, das Aquarium steht ja nicht bei mir zu Hause, sondern bei meinem Vater. Und das macht eben manchmal auch den Zugriff etwas schwieriger. Also ich bin halt nämlich jeden Tag da, ne? Und gerade da konnte ich eben auch nicht so schnell, da habe ich nur schnell einen Bubble-Filter reingesetzt, dass so die Fische mal überleben. Und das hat eben, sagen wir mal, den Start ein bisschen erschwert. Und was auch noch die Sache erschwert hat, und am Anfang war eine ziemlich heftige Wasserlinsenplage. Und auch da ist es ja so, dass man da, wenn man die loswerden will, auch ein bisschen dranbleiben muss, ne? Also ich habe das mit Abfischen ist dann hier schwierig, weil man da meistens immer die Guppies drin hat. Ich habe natürlich dann trotzdem versucht, so mit Kamm, so viel wie es geht, mechanisch rauszunehmen. Und den Rest habe ich aber dann mit dieser Methode gemacht, die ich euch auch schon mal gezeigt habe. Und
die ich auch mal ein bisschen vom Aquadictel übernommen habe, wo man praktisch in so eine kleine Parfümflasche, die man natürlich auch nicht sauber machen muss, mit einem feinen Verstäuber im Easy Carbo reinfüllt und das dann so einsprüht. Und damit habe ich es letztendlich dann auch in den Griff gekriegt, sodass dann das Pflanzenwachstum ein bisschen besser anspringen konnte. Aber was das natürlich auch bedingt hat, dadurch sind eben die Pflanzen am Anfang sehr schlecht gewachsen. Und ich hatte da so eine Terrassenstufe eingebaut, ne? Und das hat eben nicht so richtig funktioniert, weil einfach natürlich die Wurzeln dann auch, die das halten sollten, nicht da waren. Ne? Und dann hatte ich auch Pflanzen verwendet, die scheinbar hier nicht genug Licht finden oder einfach nicht in diesem Setting funktionieren. Und ja, das musste ich eben auch so ein bisschen aussortieren. Das hat eben dazu geführt, dass dieser Terrassenaufbau praktisch komplett eingeebnet ist und jetzt praktisch das nur noch alles ein Level ist. Aber ja, das ist jetzt so. Prinzipiell sind danach aber die Pflanzen doch recht gut gewachsen, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, es wächst nicht alles. Also rote Pflanzen, denke ich mal, ist auch einfach die Beleuchtung zu schwach. Ich habe dann auch übers Internet ein paar Pflanzen, wo ich eben ein bisschen den Fokus drauf gesetzt habe, dass die nicht zu viel Licht brauchen. Oder eben Pflanzen, von denen ich das schon wusste, dass es so ist, die habe ich eben dann verwendet. Und die wachsen eigentlich auch ganz gut. Und das zeige ich euch dann jetzt einmal. Und wie das jetzt alles so aussieht. Nicht so bewährt hat sich eben auch diese Rückwand, die eben nur noch grau ist, also die Farbe ist komplett weg. Die ist irgendwo im Bauch von den Antennenwelsen, vermute ich mal. Denen das aber auch nicht geschadet hat. Die haben sich trotzdem vermehrt wie die Guppies. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Guppies sind eben auch sehr reichlich. Normalerweise würde ich dem jetzt begegnen, indem ich hier ein paar Räuber einsetze. Aber das ist, wie gesagt, nicht mein Aquarium. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Irgendwo pegelt sich da auch ein Gleichgewicht ein und spricht eigentlich auch für diese Herangehensweise, dass das Becken immer noch stabil und ohne größere Probleme läuft. Na. Auch richtig gut wächst, das ist hier diese Anubias, die ich ja da auf diesen Ast so ein bisschen drauf gebracht habe. Das ist ja hier dieses Talava-Wood. Ja, und das gibt eben, finde ich, eine schöne Tiefenwirkung. Und ja, hat ein paar Punktalgen, ist aber nicht jetzt unüblich, sage ich mal, für so eine Anubias, wenn die Blätter ein bisschen älter sind. Aber prinzipiell ist das Algenwachstum ja wirklich überschaubar. Und ja, kann man nicht viel meckern. Also ob es jetzt nur an der Erde liegt oder ob es da ohne die Erde funktioniert hätte, weiß ich nicht. Ist schwierig zu sagen. Auf alle Fälle hat es mir nicht geschadet. Ja, die Pflanzen wachsen gut. Also vor allem auf Kryptogrün scheint sich dieser Bodengrund doch recht positiv auszuwirken. Das kann man, denke ich, so sagen. Auch die Sagittarien wachsen ganz gut. Damit interessanterweise wachsen andere Pflanzen nicht, aber ja, das kann eben auch verschiedene Ursachen haben. Und ob man jetzt dafür jetzt extra viel Geld ausgeben sollte für diese Erde, weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt keinen großen Unterschied feststellen zu der Teicherde oder ja, Gartenerde ist natürlich immer schwierig, wenn man nicht weiß, ist die jetzt gedüngt oder was hat die für Voraussetzungen und so, ist so ein bisschen schwierig. Ja, sie ist auf alle Fälle nicht schädlich gewesen, also so, es gibt kaum Algenwachstum, die Pflanzen wachsen gut. So gesehen, denke ich, kann man das schon mal versuchen für sich, wer das möchte. Na, und ja, ansonsten schreibt mir eure Kommentare und Meinungen unten rein. Wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wie es hier weitergeht, auch mit den anderen Projekten. Ja, schaut mal zum Livestream rein, immer dienstags um
9, 21 Uhr. Ja, und das war's dann auch schon wieder heute. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.